Heidi. Heidi, Heidi, deine Welt sind die Berge. Ja, meine Lieben, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Folge von Masterbuilders. Wie ich ja bereits bei Craftfag erklärt habe, habe ich in letzter Zeit wieder den übertriebenen Masterbuilders Drive, meine Freunde. Drive? Und dachte mir, Drive, wenn man richtig Bock auf etwas hat, das nennt man Drive, das nennt man Passion, das nennt man Passionata. In mein Herzen drin ist diese Passion für Minecraft. Mit dabei ist heute die liebe Jody Calussi. Guten Tag. Hallo. Und die liebe Jody Calussi wird heute Folgendes tun, Leute. Ich habe Jody jetzt schon mehrfach Minecraft spielen sehen, Leute. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ganz kurz den Mund halten, ich mach kurz Anmoderation. Ich mache gerade eine Anmoderation, ihr bitte nicht unterbrechen. Ich habe Jody jetzt schon mehrfach Minecraft spielen sehen, Leute. Ja. Und ich dachte, es wäre heute mal der Zeit zu schauen, Jody, wie ist dein generelles Skill-Level über die Jahre jetzt geworden? Ich denke, richtig, genau. Und du wirst heute zeigen, wie unglaublich gut du in Minecraft bist. Ich werde jetzt die ersten 2 Minuten dieser Runde etwas bauen, was dich sicherlich behindern wird in dem endgültigen Resultat. Und du musst versuchen, das Beste daraus zu machen. Das heißt, du musst jetzt das, was ich baue, mit irgendwie in dein Bauwerk einbauen. Verstehst du? Das war ganz auf das Wort bauen. So. Kommst du hinterher? Perfekt. Und zwar bauen wir einen Nussknacker. Jody, ich würde sagen, ich beginne jetzt einfach mal. Und du musst, wie gesagt, gucken, dass du daraus irgendetwas machst, okay? Also, pass mal auf. Wir können natürlich jetzt einen Nussknacker im traditionellen Sinne bauen. Ja. Ich bin jetzt auch schon wieder verleitet, etwas Anständiges zu bauen. Ja, aber ich mach's diesmal anders. Pass mal auf. Ich fange einfach mal an. Und du musst einfach gucken, dass du daraus irgendwas Anständiges machst. Ja, ich gebe dir zumindest einen kleinen Hinweis, dass das, was ich baue, gar nicht so fernab von dem Thema, von der Thematik eigentlich ist, okay? Also, ich mache jetzt einfach mal. Es ist kein Schuh, Jody, es ist ein Stiefel. Erstmal Nummer 1, ja? Ganz wichtig, das ist ein demografischer Unterschied. Das macht ja gar keinen das Sinn. Das liegt in Afrika. Das ist, Demografie ist auch nicht die Geografie. Du bist auch genauso dumm wie ich, aber na. So, dann würde ich sagen, machen wir direkt mal weiter, Jody. Und wir gucken einfach mal. Wie gesagt, ich bin echt gespannt, was du daraus baust. Denn du musst, wie gesagt, das, was ich jetzt hier baue, in dein Bauwerk mit einfließen lassen. Ich weiß jetzt schon, was ich mache. Was wirst du machen? Ganz easy. Du wirst nicht die Hoden zerquetschen. Nein, das ist nicht erlaubt, Jody. Denn diese nette Sache werde ich dir nämlich jetzt schon mal nehmen, indem ich diesen kleinen Hodenschutz selber baue. So, und das musst du jetzt halt irgendwie damit einbauen, okay? Das heißt, es geht jetzt quasi darum, Jody, dass du das Ganze hier... Können wir das da vorne wegen sich so rosa machen? Warum? Irgendwie angenehmere Farbe. Sieht das nicht so aus? Ich weiß nicht. Also, ich weiß ja nicht. Wir können es ja so lassen. Ja, oder? So ist es gut. Nee, warte, wir machen es in einen anderen Rosaton. Wir machen es ganz rot, guck mal. Oh mein Gott. So, Jody. Und jetzt liegt es quasi an dir, diesen Nussknacker zu einem ordentlichen Bauwerk zu verwandeln. Ich bitte dich, Jody, versuch dein Bestes. Du hast noch 3 Minuten Zeit, ich habe dir sogar ein bisschen mehr Zeit gegeben. Weißt du was, das ist voll... Was denn? Ist es einfach? Nee, ja, geht. Okay. Weil wo knackt der Nussknacker immer die Nüsse? Im? Im Mund. Falsch, im Arsch. Ja, genau, das mache ich nämlich. Nein! Als ob. Ja. Hey, was ist das denn? Das wird der Hintern. Ich will keinen Bann bekommen, bitte nicht. Bitte nicht, Master, das ist meine komplette Existenz. Was ist das? Du dir überlegen müssen, was ist das denn? Oh mein Gott, Jody! Das ist ein netter Hintern. Der hat nicht mal einen Kopf, aber schon einen Arsch, finde ich geil. Ich krieg auch keinen Kopf. Keiner braucht einen Kopf, um sie zu knacken. Wo ist jetzt die Nuss hier? Wo ist die Nuss hier? Ja, das ist eine Nussfarbe. Jody, das sieht aus, als würde der kacken, ne? Das sieht kein bisschen aus, als würde der eine Nuss knacken. Guck mal, das ist der Hebel, weißt du? Das ist der Hebel, da muss man dran ziehen. Und dann geht das so. Dann bau den Hebel bitte noch um, bitte. Eine Nuss. Das ist doch keine Nuss, das ist irgendein... Hä? Das ist doch noch nicht mal... Ich hab doch gerade mal die Dingens gemacht, was willst du von mir? Ja, was willst du von mir? Was kriegst du so? Ja, ich bin auch nur eine Frau, ein Mensch. Okay, und wie wird denn die Nuss jetzt knackt? Also... Die steckt da schon drin. Ah, die steckt schon in dem Hintern drin. Ja. Möchtest du dir noch einen Kopf bauen? Was mit der Hälfte? Was mit der Hälfte? Half-Slaps? Ja. Da. Überall. Was brauchst du? Das ist nicht richtig. Brauchst du die Holz-Half-Slaps? Ja. Da. Ja. Okay, und das... Obwohl, nee, eigentlich will ich lieber diese... Bau dir lieber noch einen Kopf, ne? Ich möchte lieber diese Treppenstufe. Das ist doch total egal, du musst jetzt die Nuss abrunden. Das ist die falsche Farbe sogar. Ist egal. Bau lieber den Kopf noch schnell fertig. Nee, das wollte ich auch nicht. Bitte, bau den Kopf einfach. Ach, lass mich doch, so meins. Aber du machst es ja noch schlimm, oh Gott. Nein, warte. So. Oh Gott. Das sieht aus wie eine Nuss, kannst du gar nicht anders sagen. Das sieht aus wie ein Geschwür am Hintern. Okay, jetzt bau seinen Kopf. Okay, Bowserkopf. Ja, aber der muss ja auch eine Hose eigentlich. Nee, der ist ja nackt, das ist ja das Witzige. Du hast mir viel Zeit. Lass ihn auch nackt einfach. Ich mach hier so T-Shirt jetzt. Ach so, okay. Also wie gesagt, du hast noch 1 Minute Zeit, ne? Ja, das krieg ich schon. Lass einfach hinten, ist ja egal. Kann einfach hinten offen sein, das T-Shirt, weißt du?
Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz besonderer Nussknacker, Jody. Hä, du hast aber angefangen. Ich kann ja nichts. Ja, wie gesagt, nee, das kannst du nicht sagen. Du hast noch 58 Sekunden Zeit. Bau schnell deinen Kopf, Jody. Ne? Das ist ganz wichtig. So, jetzt musst du hier wieder den hier nehmen, glaube ich, am besten. Ich bin so aufgeregt. Du machst das schon. Nicht so groß, oh mein Gott, was wird das für ein Wasserkopf? Du musst dein Gesicht bauen, ne? Denk dran, du hast noch 40 Sekunden Zeit. Hey, was ist das? Richtiger Tschernobyl-Kopf. Ja, passt schon. Jody, 30 Sekunden, noch 30 Sekunden. Er braucht ein Gesicht. Schnell, beeil dich. Du hast nicht mehr viel Zeit. Ich krieg blaue Augen. Oh Gott, okay. Ein Mund braucht er noch. Er braucht noch einen Mund. 15 Sekunden. Bau ihn einen Mund, schnell. Er braucht einen Mund. Mann, du bist so überfordert. Das kann doch nicht sein. Als ob das so schwer, seinen Mund zu bauen. So, warte, er kriegt noch Haare. Okay, das reicht noch eins auch noch. Oh, das sieht doch geil aus. Ist doch schön, oder? Ist doch ein super Nussknacker geworden. Kann man nicht anders sagen. Okay, Jody, ich bin mal gespannt. Also, dein Skill hat mich jetzt. Ich bin ja, gut. Lass mich voten. Amazing. My eyes are bleeding. Hallo, das ist nicht mein Nussknick. Wo siehst du da, wo du Nuss geknackt hast? Ja, das ist gar keine Nuss. Also, my eyes are bleeding. Das sieht einfach aus wie unser Nachbar, der zu lange Alkohol getrunken hat in seinem Leben. Von Bilbo Meister. Ich habe geträumt, mein Nachbar hat sich gestritten und so Nachbarn. Und dann habe ich die angeschrieben. Hat er eigentlich nicht getrennt, weil die sind ausgezogen. Okay. Oh, der ist echt gut tatsächlich. Aber auch keine Nuss. Wo soll der Nuss geknackt werden? Da ist halt Mull, glaube ich, ein. Aber nee, mach mal. Du musst jetzt schnell bewerten, weil du hast nur. Das ist normal. Ist okay. Also ist schon süß. Aha. Okay. Gut. Was haben wir hier? Drehen. Ja, das ist halt. Das. Ich glaube, das ist ein Nussknacker, der am Baum die Nuss abhaut. Hydra DFA ist da. Hydra DFA, ja, man weiß es nicht, was das sein soll. Teufelhund, yeah. Alter. Also bis jetzt sind wir gar nicht so verkehrt mit unserem Ding. Auch wenn er eine Nuss im Hintern stecken hat. Naja. Ist halt eine Schere, ne? Schön, dass sich die Leute so Mühe geben. Ja, man kann auch, also er hat auf den ganzen Boden geändert mit einem Klick. Ne? Da muss man auf jeden Fall mal schon mal Props zollen. Hat er richtig gut gemacht. Auch nicht so geil tatsächlich. Hä, also das nicht also ja gut, das kommt bis jetzt am nächsten das für einen Nussknacker. Der ist ganz gut. Also der aber kann man auch, aber man erkennt auf jeden Fall den Nussknacker. Ja, okay, wenn die Nuss so klein ist wie das auf dem Boden, dann ist das schon mal gut. Ja, hat der dann noch so einen Stiel hinten? Sieht aber eher aus so wie Stock? So ein hat der so einen Stock? Nee, auch nicht. Sieht eher aus wie so ein Bruder, der in so England. So England, ja, richtig. So England. So England wurde so weit. Aber guck ja noch einen Nuss in der Hand da unten. Ja, oh, das ist aber kreativ. Guck mal, er hat so einen Nussknacker gebaut, so alt mit Pistons. Gut. Ist, naja, gut würde ich jetzt nicht sagen, weil die Schaltung nicht funktioniert, aber die Idee dahinter ist ganz süß. Aber funktioniert halt nicht, weil der Typ ist halt ein bisschen dumm gewesen. Ja, ne? Hat halt nicht richtig gemacht. Aber nein. Hab was vergessen. Ja, die deutsche Sprache hast du vergessen, Bruder. Warum kommt wir immer als letztes? Er kann. Keine Ahnung. Guck mal, sein kleiner Arm. Oder ist das sein Nippel? Ich weiß es nicht. Und hier mal Hinterseite bitte einmal drumherum. Aber der hat auf jeden Fall einen großen Mund, wo. Mit dem. Ja, mit dem Loch im Kopf, Alter. Das ist schon. Oh, das hast du gar nicht gewotet. Ja, gut gemacht, Jody. Was passiert da jetzt? Dann hast du automatisch, glaube ich, das Schlechteste gegeben oder das Beste. Ich weiß nicht. Ah, guck mal hier. Family Guy. Ja, das ist schon. Das sieht aus wie, sieht aus wie so ein Cartoon-Charakter. Phineas und Ferb, genau, so sieht er aus, Alter. Guck mal hinten. Richtig nice. Oder Rick und Morty so ein bisschen, ne? Nee, Rick und Morty nicht. Nee, Phineas und Ferb. Hydra DFA, yes. Okay. Hahaha, sorry. So, was haben wir noch? Ganz kurz mal gucken. Boah, das ist ja Chocky-Sell, Alter. Also. Ich würde sagen, das ist schon awesome. Oh mein Gott, ist der schön. Der ist richtig gut, Mann. Der ist richtig gut. Alle lachen. Hä, wieso lachen die alle? Ich verstehe das nicht. Jody, das hast du richtig gut gemacht, Mann. Was? Cool. Okay, ich bin gespannt. Die finden es alle richtig witzig. Die finden es richtig witzig. Was ist das? Der Typ. Ah, der knackt eine Nuss. Oh. Ja, okay, das ist jetzt am besten. Okay, den kann man schon eins besser geben. Oh. Also, muss man auf jeden Fall schon sagen, dass unseres auf jeden Fall gegen den wahrscheinlich abstinkt. Aber das ist echt ganz cool, Ender Clavs, Alter. Ja? Ah, der klassische, natürlich. Man kennt ihn, Ender Clavs, die baut er immer. Ja, gut. Da steht auf den Schildern drauf. Versus. Was steht da? Me. Turkey, sorry. Achso, der kann kein Englisch. Ja, was machen wir da? Ja, gut. Bad Dragon 002, es tut mir wirklich leid. Aber er hat es immerhin versucht, ne? Schön. Er hat auch da, fuck you, hat er geschrieben. Fuck you. Putti-putti. Zweiter, ja, Mann! Leute, wir haben es geschafft. Jody hat auf jeden Fall heute damit ihren Minecraft-Skill unter Beweis gestellt. Miss Calussi, I'm proud of you. Ist jetzt ein Zeugnis? Zeugnis. Thomas, wenn du das siehst, mach mir bitte ein Zeugnis. Ja, Leute, hier seht ihr nochmal ganz kurz Jodys Abschlusszeugnis. Ihr habt es gesehen. In diesem Sinne, Leute, das war's mit dieser wunderschönen Folge. Schaut auf jeden Fall bei dieser süßen Dame vorbei. Die ist ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Das war's mit diesem wunderschönen Video. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut. Haut rein. Bis dann. Ciao, ciao.